Mit eurer Lieblings-Barbie wird es nie langweilig. Ihr könnt mit ihr den Spagat üben, wenn ihr wollt. Oder ihr eine schicke Frisur verpassen. Betty, das sind die neuen LOL Surprise-Puppen. Die sind so süß. Die brauchen wir. Sofort. Bye, Barbie. Oh je, die Puppen werden hier misshandelt. Das bedeutet, dass sich die Barbie-Polizei um diesen Fall kümmert. What? Ich bin Officer Carey. Ihr seid verhaftet. Ihr bekommt eure gerechte Strafe. Mit Barbie muss immer gespielt werden. No. Sonst landet ihr im Puppenknast. Und da kommt man nicht so leicht wieder raus. Guten Morgen. Zeit, einen neuen Tag zu beginnen. Und der Officer ist bereit für den Dienst. Oh, sie ist eine Puppe. Sieh mal, Betty. Aber es ist noch besser, Officer Carey nicht wütend zu machen. Was? Wir haben noch gar nichts gemacht. Beachte uns einfach nicht. Diese Mädchen machen Grimassen. Ich werde ihnen eine Lektion erteilen. Der Officer hat immer gute Ideen. Aber zuerst brauchen die Mädels passende Klamotten. Das ist für euch. Im Barbie-Gefängnis müssen alle passend gekleidet sein. Aber das ist noch nicht alles. Ich muss mich um eure Haare kümmern. Ihr werdet gleich sehen, wie sich Barbie in den Händen eines Kindes fühlt. Und es ist Zeit für ein Makeover. Oh nein, vergiss es. Ihr wollt nicht? Pech gehabt. Wer will anfangen? Du. Es kann losgehen. Warte. Was hat sie mit dir gemacht? Aber niemand kann der Strafe entkommen. Oh nein, Betty, was machen wir denn jetzt? Schon gut, wir schaffen das schon. Es ist Spa-Zeit im Gefängnis. Seid ihr bereit? Dann nehmt eure Sachen und macht euch an die Arbeit. Okay, aber bleibst du hier drin? Natürlich nicht. Der Officer lässt die Mädchen allein. Spa-Behandlungen? Vergiss es. Wir machen, was wir wollen. Betty, wir müssen von hier verschwinden. Und ich habe auch schon eine Idee. Wir brauchen einen großen Spiegel. Officer Carey, wir brauchen mehr Schaumbad. Ja, der Köder hat funktioniert. Jetzt dreh den Spiegel vorsichtig um und lauf. Hast du das gesehen? Sie ist drauf reingefallen. Typisch Barbie. Wenn ein Spiegel in der Nähe ist, kann sie einfach nicht anders. Wir haben es fast geschafft. Wir müssen uns beeilen. Aber wohin können wir gehen? Hier rein. Hab euch. Aus dem Barbie-Gefängnis kommt ihr nicht raus. Und jetzt zurück in eure Zelle. Oh Mann, ich hätte eine andere Tür wählen sollen. Sogar Carey hat einen Verehrer. Wie geht's dir, Ken? Wie wär's mit etwas Tee? Oh nein, er ist weg. Das Date kann sie jetzt vergessen. Was? Ken flirtet mit einer anderen? Das geht nicht. Nicht unter meiner Aufsicht. Nimm die Blumen und verschwinde. Ist ja schon gut. Nimm dein Ken. Was ist schon dabei? Wir haben doch nur Spaß gemacht. Ken, wir müssen reden. Aber Ken scheint nicht zuzuhören. Mädels, ich werde euch vermissen. Er hat mich angeschaut. Nein, mich. Na gut, uns beide. What? Komm uns besuchen. Oh, dieser. Ken, du und ich sind kein Paar mehr. Ich schaue mir die neueste Zeitschrift an. Wow, was für Kleider. Die sind alle so trendy. Okay, wir machen eine Modenschau. Hier kommen die Models. Ich bin eine geborene Modedesignerin. Hier sind eure Kleider. Zieht euch um. Der Laufsteg wartet. Diese Outfits sind hässlich. Sag das bloß nicht, Officer Carey. Wir müssen fliehen. Komm mit. Ich werde das Signal geben. Los geht's. Nicht drängeln. Stopp. Das ist keine Mondschau. Das geht so nicht. Ihr braucht Absatzschuhe. Ändert den Look. Ups. Sind die Fesseln auch trendy oder was? Mit so einem Gewicht kommt man nicht weit. Oh, mir ist gerade noch ein weiterer trendiger Style eingefallen. Alice, sie ist abgelenkt. Komm, lass uns gehen. Hier geht's lang. Komm schon, nur noch ein bisschen. Oh,
Wie findet ihr diesen Stil? Geht zurück in eure Zelle. Oh nein, die Modefolter geht weiter. Barbies lieben Teepartys. Das macht so viel Spaß. Oh, Officer Carrie hat ihre Freunde eingeladen. Bedient euch. Ich hasse es hier. Kopf hoch, Alice. So leicht geben wir nicht auf. Barbie ist gerade abgelenkt. Siehst du, sie bemerkt uns bestimmt gar nicht. Wir müssen das ausnutzen. Wir werden das Schloss mit einer Haarnadel öffnen. Hey, geniale Idee. Ja, du hast es geschafft. Vorsichtig. Wir dürfen keinen Lärm machen. Ich glaube, wir haben Gäste. Und sie wurden nicht eingeladen. Oh, Officer Carrie, Sie haben so schöne Schuhe. Ab in eure Zelle. Und jetzt kommt ihr hier nie wieder raus. Echte Puppen tun so etwas nicht. Wir werden ihr eine Lektion erteilen. Hier kommt die härteste Herausforderung. Das Verhör. Mögt ihr diese Puppe? Oh ja, sie ist so schön. Falsche Antwort. Keine LOL-Puppen. Nur Barbie. Sie ist die Königin der Puppen. Nein, die doch nicht. Sie ist out. Ihr habt noch eine Chance, eure Meinung zu ändern. Wer ist die beste Puppe aller Zeiten? Barbie. Schon besser. Und keine anderen Puppen. Verstanden? Kopf hoch. Sieh mal, was ich hab. Barbie bekommt eine süße Belohnung. Das können wir ausnutzen. Wir werden das Puppengitter schmelzen und fliehen. Woher kommt dieser Lärm? Oh, das ist... Wir machen uns nur die Haare. Sehr gut. Sie sehen immer besser aus. Der Föhn bringt nichts. Wir versuchen es mit einer Nagelfeile. Komm schon. Macht ihr euch die Nägel? Wow. Ihr könnt auch meine machen. Es hat wieder nicht geklappt. Eine Maniküre für Carrie ist nicht das, was sie erwartet haben. Essen! Wir wollen essen! Seid ruhig! Die Puppenohren halten das nicht aus. Sie braucht für die Gefangenen Essen. Guten Appetit! Endlich, das wurde auch mal Zeit. Wie lecker! Ich kann es mir schon vorstellen. Köstlich! Was? Das ist nicht echt. Ein Squishy? Nimm ihn zurück, Barbie. Wir brauchen kein Puppenessen. Diese Mädchen sind so seltsam. Warum regt ihr euch so auf? Es ist doch total lecker. Carrie hat ein Problem. Sie hat vergessen, Lippenstift aufzutragen. Das ist eine Katastrophe für Barbie. Wo ist mein Lieblingslippenstift? In der Handtasche findet man nie, was man braucht. Pass auf, Betty. Es regnet Puppen. In dieser Handtasche ist alles drin, nur kein Lippenstift. Wie groß ist denn Ihre Tasche? Leider ist das erst der Anfang. Betty, sieh mal. Das ist die Carrie-Puppe. Schon als Kind sah sie gruselig aus. Aber jetzt haben wir Papier und auch Lippenstift. Wir brauchen einen Fluchtplan. Wir müssen geradeaus, nach links und dann nach rechts gehen. Das müssten wir hinkriegen. Ah, da ist er ja. Gib mir meinen Lippenstift zurück, ihr Gauner. Und den Fluchtplan auch. Ihr könnt nicht weglaufen. Ihr werdet noch eine ganze Weile hierbleiben. Heute findet im Puppengefängnis eine Party statt. Es ist der Geburtstag von Officer Carrie. Wir machen eine Gefängnisparty. Aber die Gefangenen haben keine Zeit für eine Party. Was können wir essen? Gut, dass ich Sahne in meiner Handtasche habe. Alice, warte. Wir brauchen die Sahne. Lass uns ein explosives Geschenk für Barbie machen. Und diese bunten Luftballons als Verkleidung benutzen. Officer Carrie, herzlichen Glückwunsch. Oh, wie süß von euch. Barbie liebt Geschenke. Vorsicht! Leider hat der Kuchen nicht gehalten. Das war eine coole Explosion. Wollt ihr mich ärgern? Das könnt ihr vergessen. Zurück in eure Zelle. Schon gut. Beruhigen Sie sich. Betty, ich habe ein Smartphone. Wir sollten die echte Polizei anrufen.
Aber es gibt im Puppengefängnis keinen Empfang. Dang it. Oh Mist. Wir dürfen nicht aufgeben. Wir müssen das Smartphone höher halten. Aber Barbie sieht alles. What? Ups. Keine Smartphones. Wir haben doch nur Selfies gemacht. Keine Anrufe. Aber wir müssen das Smartphone trotzdem abgeben. Hey, Selfies sind eine geniale Idee. Das ist unsere Chance. Los, lass uns rennen. Die Selfies der Puppe werden eine Weile dauern. Oh nein, der Akku ist leer. Ich muss das Smartphone aufladen. Oh, wo sind die Gefangenen? Wir haben es geschafft, Alice. Yeah, Freiheit. Und keine Barbies mehr. Nur noch LOL Surprise. Oh nein, nicht die LOL Surprise Puppen. Welche Puppen mögt ihr lieber? Barbie oder LOL? Sagt es uns in den Kommentaren. Wir können es kaum erwarten, sie zu lesen. Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.